Nee, sag auch noch Niederlande. Nina? Ja, bleib da sitzen, mein Pferd. So. Kommt da ran und seht zu, was ich euch da bieten wollte. Ja, das wird nicht mehr. Na gut, dann arbeiten wir mit dem, was wir haben. Werte Damen! Werte Herren! Erlaubt es uns vorzustellen! Flick ist mein Name, es freut mich sehr! Flack ist mein Name, es freut mich noch mehr! Zwei Gauklen leere vor euch stehen, doch keine Angst, ihr braucht nicht zu gehen! Wo ist unser Meister, mögt ihr euch fragen? Nun dazu müssen wir erzählen, was sich hat zugetragen! Unser erster Meister! Mein alter Mann, der uns leider nichts mehr beibringen kann. Warum, wollt ihr sicherlich wissen. Nun ja, der Tanzbär hat ihm den Kopf abgebissen. Unser zweiter Meister war ein rechter Weiberheld. Doch Frauen erobern geht ganz schön ins Geld. Er verführte nur noch die reichen Damen, bis ihm die Männer auf die Schliche kamen. Was er sich dabei dachte, wir wissen es kaum. Nun hängt er da draußen an einem Baum. Unser dritter Meister war ein arger Schluckspecht. Aber Skaukeln und Saufen verträgt sich gar schlecht. Sollte eben Taler in Bier und Wein investiert. Und wie man sie trinken kann, daran ist er krepiert. So ging es oft. Und jeden Meister, den wir hatten, mussten wir ohne viel zu lernen gestatten. Ihr schaut, als würde sie uns die Schulter angeben, dass unsere Meister kaum ins Leben. Vielleicht bei jedem dritten oder vierten. Zum Beispiel, weil wir einmal giftige Pilze servierten. Ja, aber wir schwören und haben auch noch nie Wort gebrochen. Das Gaukeln liegt uns tatsächlich besser als das Kochen. Das Problem, das ihr, werte Leute, nun habt, wir zwei sind wirklich überhaupt nicht begabt. Es gibt einen Grund, dass ihr uns nicht kennt. Wir haben leider gar kein Talent. Solche Menschentrauben, die scheinen uns das wirklich nicht zu glauben. Also gut, bevor ihr enttäuscht und dann entzieht, erzählen wir euch gern, was man hier bestimmt nicht sieht. Es scheitert bereits an den leichtesten Dingen. Wir können zum Beispiel überhaupt nicht singen. Wenn ein Mann hochsingen kann, dann ist es denken. Aber dabei kann man sich sonst was verrenken. Ja, Zauberkünste weckt und begeistert die Leute und Perplexe. Aber heutzutage wird man da schnell verbrannt als Hexe. Ja, Feuerspucken wäre fantastisch anzuschauen. Aber danach hat man immer keine Augenbrauen. Auch das laute Spielen liegt uns nicht. Bei den schiefen Klängen sich mancher erbricht. Nun gut, wir haben euch mehr als einmal gewarnt, aber vielleicht haben euch unsere Worte so umgarnt, dass ihr gar nicht anders könnt, als stehen zu bleiben. Ja gut, dann wollen wir euch natürlich nicht vertreiben. Also bitte, zeigt ein Grinsen im Gesicht und geht nicht allzu hart mit uns ins Gericht. Sollten euch unsere Künste trotz allem gefallen, dann lasst lautes Handgeklapper durch das Lager schallen. Verkommen. Durch Spenden werden angenommen. Genug der Worte von uns beiden Gestalten, denn wir lieben es euch zu unterhalten. Nun viel Vergnügen mit Flick und Flack, den Gauklerlehrlingen für den schlechten Geschmack. Auszugehen, dass es hier etwas zu sehen gibt, dann wollen wir euch natürlich ein Schauspiel darbieten, das seinesgleichen sucht. Wer wollt ihr beginnen? Unsere erste Geschichte lautet die Sache mit dem Drachen. Sie müssen schon mitmachen wollen. Also nochmal, die Geschichte lautet die Sache mit dem Drachen! Gänsehaut! So lasst uns beginnen
der vielen unwahren Legenden, die sich in den Wäldern um Nördlingen zugetragen haben. Es war einmal vor vielen Jahren in einer verlassenen Burg namens Niederhaus. In den dichten Wäldern zwischen den großgewachsenen Bäumen stand dieses kahle und verfallene Gemäuer. Niemand ließ vermuten, was dort zu leben schien. Nur das leise Rauschen der Laubkronen ward vernommen. Aus dem Gebüsch ein wildes Ungeheuer, das Maul voller gelber Zähne, eine lange spitze Zunge, die der einer Schlange gleicht, dann die Haut faltig und schuppig noch dazu, zwei Flügel, die scheinbar den Horizont überragen, ein Drache! Das Publikum kann sich das nicht vorstellen. Sie haben zu wenig Fantasie. Wir müssen das bildlich darstellen. Wir brauchen einen Drachen. Wer ist denn heute in Begleitung seiner Schwiegermutter angereist? Freiwillige vor! Na los, na los! Oh, ich habe schon ein Exemplar gefunden. Ich finde sie. Hallo, schöne Maid. Einen Applaus! Ich habe nicht mal mitgemeldet. Wir haben ein ganz besonderes Exemplar gefunden. Ein besonders schönes Exemplar. Ich weiß gar nicht, was die Verkleidung soll. Hat das so schon gepasst? Gut, ich möchte noch einmal zusammenfassen. Das Maul voller gelber Zähne. Ja, eine lange spitze Zunge, die der einer Schlange gleicht. Welche Frau hat das nicht? Oh, Die Haut faltig und voller. Alter, und der Flügel. Horizont überragend. Ja, ja. Das geht auch ohne. Ja, ja. Der Drache brüllte furchteinflößend. Der Drache brüllte furchteinflößend. Der Drache brüllte. Und er spuckte Feuer. Ja, ja, er spuckte Feuer. Und es Drachen einzige Aufgabe war es, die Burg und seine Bewohnerin zu bewachen. Da! Nein! Da! Nee, aber gar nicht hier. Eine Jungfrau war schon seit vielen Jahren in der Burg gefangen. Eine Jungfrau. Glücklicherweise wehte der Wind aus einer günstigen Richtung und trug den verzweifelten Hilferuf Hilfe! An die Ohren des edlen Ritters. Name? Pascal. Woher? Göttingen. Pascal aus Göttingen. Ja, Pascal, so
so gut kostümiert, er braucht gar keine Kostümikation mehr, außer vielleicht einen edlen Ritterhelm. Der wird passt. Wie eingegossen. Ja, mach das für Sie mal runter, das muss ja keiner sehen. Ja, besser. Und sein treues Pferd. Gib ihm sein treues Pferd. Also gleich mit seiner einen Pferdeschlage auszog und im schnellsten Galopp zur Hilfe eilte. Ja, wir sind es raus, Paufi. Doch nicht nur er hatte den verzweifelten Hilferuf. Die Jungs war verloren. So auch er hier. Der Kuhnibär. Her, komm mal rauf, ist dein Name. Komm, beweg dich. Heißt du? Du bist laut, wenn es alle hören. Frank. Frank, der Bauer Frank. Der Bauer Frank. Er hatte natürlich immer seine Zuchtleber dabei. Reich ihm seine Zuchtleber. Und Mistgabel gibt es keinen Bauern. Haben Sie Mistgabel gelassen? Moment! Schlecht vorbereitet, aber wir überbrücken das. Der Bauer Franz, der Ritter Pascal, die Jungfrau ohne Name und der Drache ohne Name. Jawohl, ein richtiger Bauer. Und wir leiden uns nicht. Auch er machte sich sogleich auf, um der seufzenden Jungfrau zu Hilfe zu eilen. Und da ritt er heran, der große, gutherzige, fantastische, voller Stolz strotzende und mit so viel Mut ausgestattete, gut bestückte, gebaute, singende und strahlende Ritter Pascal von Oettingen auf seinem nicht minder gut bestückten, gebauten Pferd. Und ebenfalls trottete heran der Bauer und seine Sau. Beide sahen sich an und vergaßen für einen kurzen Augenblick, warum sie eigentlich hierher geritten sind. Doch da schallte es aus dem Brotfeuer ein herzzerreißender Hilferuf der Jungfrau. Dieser Ruf wurde auch vom Drachen gehört, der sogleich mit Fliegebrüll und Feuerschwein heraneilte. Der sich laut wiehend aufbäumte, seinen Herrn abwarf und im schnellsten Galopp davon eilte. Doch der Ritter Pascal aus Oettingen ließ sich nicht beirren. Er stellte sich mit gezogenem Schwert vor den Drachen. Nun mutig wendete er seine jahrelang erprobte Schwertkunst an und versuchte dadurch den Drachen Herr zu werden. Dem Drachen jedoch war das zu blöd und dieser Mist dem edlen Ritter Pascal von Oettingen den Kopf samt Helm von den Schultern. Von den Schultern. Ja, wo war man jetzt? Seine letzten Worte waren: Wir einigen uns auf Unentschieden. Wir einigen uns auf Unentschieden. Ja, gut, gut. Gut. So, die Jungfrau sah den enthaupteten Ritter und fiel in Ohnmacht. Und will ihn Ohnmacht. Da stand er nun, der Bauer mit seiner Sau. Und wie es im Volksmund immer heißt, die dümmsten Bauern haben immer die dicksten Kartoffeln. Ja, doch.
Das half ihm jetzt auch nicht weiter. Doch für jede verzwickte Situation gibt es eine Bauernregel. So auch diese allseits bekannte. Sucht der Bauer eine Frau, verfüttert den Drachen die fette Sau. So gibt's ja bald eine Mistgabe. Was die Arme zahlen, liegt in das Hinterteil. Daraufhin quiekt und grunzt in die Sau. Und sprangelt jetzt nach vorne, direkt vor das Maul des Drachen. Dieser fackelte nicht lange, wollte die Sau in einem Stück verschlingen. Gesagt, getan! Doch gut getaut ist halt mal out, und so blieb die Sau im Halse stecken, worauf der Drache jämmerlich erstickte und zu Boden ging. Der Drache war tot! Nicht fassen und eilte sofort zur Jungfrau, um diese aus der Ohnmacht zu wecken mit einem leidenschaftlichen Kuss. Die Betonung liegt auf Leiden. Auf der Gestalt des Bauers war so entwickelt, dass die Jungfrau von alleine erwachte. Sie seufzte herzzerreißend vor Erleichterung. Was, wenn der Bauer nicht die erste war, der Jungfrau war? So gibt es auch hier eine allseits bekannte Bauernregel. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Moral von der Geschichte. Besser keine Jungfrau sein und nur blöd um Hilfe schreien. Bitte viel Applaus und fordert das Auditorium denn eine Zugabe? Dann wollen wir euch eine Methode der peinlichen Befragung nahelegen. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Eine Hexe. Wer von uns hat ein Weibsbild ganz sein Weibsbild loswerden? Hexe! Wer sein Weibsbild loswerden? Eine Frau! Ich hab keinen Mann. Raus von dir! Raus! Hier wurde uns zugebracht, weil ein ehrenwerter Bürger sich nicht sicher sein kann, wenn sein Bein hier schützt, die Wahrheit kundtut. Wie es mit einem Irrtum war, wurden Frauen, die lügen, auf der Hexerei beschuldigt. So fragen wir dich. Bist du eine Hexe von Schlechtes? Wo ist deine Hexe? Hexe, was wollt ihr? Nach meinem Geschmack. Um das zu überprüfen, ob ihr eine Hexe seid oder nicht, müssen wir mit euch ins Gericht gehen und einige peinliche Fragen stellen. In die Schandfläche hier! Ja. Um sicher zu gehen, ob ihr auch wahre Worte sprecht, haben wir verschiedene Getränke vorbereitet, die Zunge lösen und die Wahrheit aussprechen lassen. So setzt an und trinkt das Glas in einen Zug aus. Die erste Frage lautet, wie ist euer Name? Laut, damit es alle hören. Anja, glaubt euch das wohl? Nein! Lügt doch, noch ein Getränk. Die zweite Frage lautet, wie alt seid ihr? 22. Glaubt euch das wohl? Bitte, deiner Sonne, das glauben! Runter damit! Die dritte Frage lautet, wie viel wiegt ihr? Ich weiß, Frauen mögen das nicht gerne in der Öffentlichkeit sagen. Ihr dürft es mir auch ins Ohr flüstern. 400 Kilo! Ja! Glaubt doch niemand! Ja. Nein! Glaubt euch das wohl! Thank you.
Die vierte Frage lautet, habt ihr die Schönheit im Fachbrett? Ach, da brauchen wir gar nicht fragen, das wissen wir auch so. Und dann gleich zur fünften Frage, die entscheidende Frage, die einzig wichtige Frage. Seid ihr eine Hexe? Ja. Nein. Ja. Glaubt euch das Volk? Ja. Soll ich das Volk erklauen? Ihr seid ja nunmehr völlig besoffen. Aber besoffene und Kinder sagen doch immer die Wahrheit. Ja, wie wir alle wissen, ist das Weib von Natur aus arglistig, gemein und durchtrieben. Also stimmt ihr mit mir überein? Sie hat doch gelogen. Ja. Ihr bei der Frage, ob ihr eine Hexe seid, aufgelogen habt. Was glaubt ihr, ist uns hier eine Hexe vorgeblüht worden? Ja! So frage ich euch, woran erkennt man denn eine Hexe? An den Haaren! An den roten Haaren. So lasst uns prüfen, ob sie rote Haare hat. Ja! Sie trägt rotes Haar. Walter, woran erkennt man denn noch, dass sie eine Hexe sein könnte? An einer langen, spitzen Nase, vielleicht mit einer Warze drauf? Ja. Wollt ihr prüfen, ob sie eine lange Nase mit einer Warze hat? Ja, ja, auf diesen Zug. Walter, woran erkennt man noch, ob sie eine Hexe sein könnte? An einem Wesen, mit dem sie nachtens durch die Nächte nachtens eilt. Lasst uns prüfen, ob sie auch einen Besen besitzt. Ja, auch einen Besen besitzt sie. Ja, zu guter Letzt, eine letzte Prüfung. Was sollte sie denn noch tragen? Einen Hut. Wenn sie jetzt einen Hut hat, dann ist es ein Indikator, dass sie eine Hexe ist. So lasst uns prüfen, hat sie einen Hut? Trägt sie ihn? Ja, nein, doch, ja. Einen Hut. Eine Hexe. Man. Und was macht man? Was macht man mit einer Hexe, wenn die schon ein... Würdet ihr dem zustimmen? Ja, da merkt man, dass ihr der Beurteilung von Hexen nicht gründlich seid. Wir haben etwas viel Grausameres. Den Kuss der Buße. Oh Gott. Die einzige Möglichkeit, hier freizukommen, ist es ihm, einen Kuss der Buße zu geben. Die Stelle. Sollst du eigentlich frei wählen, aber ich sehe schon, du hast bereits gewählt. Aber Vorsicht, ich habe die Beule fest, ich kann sogar zeigen, wo. Also nun, gib ihm einen Kuss der Buße. Ah, warum ist deine Schuld getan? Du darfst wieder gehen. Wir haben uns leider getäuscht, doch keine Hexe. Hand die Klammer für unsere Hexe. Wir danken euch für eure Zeit. Wir hoffen, es tat euch nicht leid. Verweilt noch länger in unserem wunderschönen Lager hier. Speist und trinkt noch 5-6 Bier. Erinnert euch an einen schönen Tag mit Gaukelei und Flip und Flack.